Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Um was geht's in diesem Video? Season 6 ist natürlich klar. Mittlerweile ist bekannt, welche Waffe den Battle Pass Level 110 und 100 Skin zieren wird. Es gibt natürlich noch keine Bilder. Zum anderen, wer heute tagesaktuell zum Dienstag, den 11. August, dieses Video sieht, um 19 Uhr gibt es die nächste Trailer-Premiere von einem Stories from the Outland Trailer. Den werde ich natürlich wieder live streamen, kurz vor 19 Uhr werde ich auf den Trailer schalten und natürlich dann noch ein bisschen das neue Event, den Always Be Closing Modus zocken. Wer da Bock hat einzuschalten, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Zum anderen, übrigens ist schon bekannt, wer hinter diesen beiden Händen steckt. Zum einen links eine Legende, die in Titanfall einen sehr hohen Rang hat und auch der Veranstalter der Apex Games ist, und rechts wird Rampart, die neue Legende, vermutet. Genaueres folgt im Detail. Und jetzt geht es um das Gerücht, welche goldene Airdrop-Waffe jetzt neu in Season 6 sein wird und welche Waffe zurückkehrt. Da gibt es sehr, sehr viele Gerüchte und leider müssen jetzt auch R99-Spieler stark sein, denn das Gerücht wird immer lauter, dass die R99 vielleicht sogar eine Airdrop-Waffe werden könnte. Ich habe hier und da ein paar Indizien, die dafür sprechen. Natürlich auch ein, zwei Sachen, die dagegen sprechen. Zum einen wäre da ein fetter Shitstorm. Alles andere im Detail zeige ich euch gleich. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schon mal dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends Season 6 zum Beispiel nichts verpassen wollt. Und nochmals den Shoutout. Wir sind mittlerweile bei 38%, die regelmäßig einschalten, aber noch nicht abonniert haben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt. Das ist der einfachste, schnellste und vor allen Dingen kostenloseste Weg, mich zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß bei den Infos. Ich starte direkt mit dem Level 100 und 110 Battle Pass Skin. Ganz kurz und knapp. Es gibt natürlich leider keine Bilder. Es wird die Mosambik werden. Kleiner Scherz, es soll die G7 sein. Die G7 ist einer meiner Favorite-Waffen mit der Flatline zusammen. Ich bin mega gespannt, wie dieser Skin reaktiv mit Sicherheit aussehen wird. Näheres im Detail natürlich dann, wenn er rauskommt. So, wer wird hinter diesen beiden Armen vermutet? Rechts Rampart, ziemlich wahrscheinlich, aber dafür gibt es jetzt keinen Beweis. Aber auf der linken Seite scheint Cuban Blisk sich zu verbergen. Die meisten von euch, die sich mit Titanfall nicht auskennen, werden mit diesem Namen gar nichts anfangen können. Alle Titanfall-Freaks unter euch, ist euch bewusst, dass Cuban Blisk einer der allerersten Charaktere ist, die wir in Apex Legends in einem Cinematic-Trailer, bevor das Spiel überhaupt rauskam, schon gesehen haben. Nach ca. 10-15 Sekunden sieht man diesen Bengel. So sieht er in dem Trailer aus, wer das nicht weiß. Was hat Blisk mit Titanfall zu tun, beziehungsweise mit Apex Legends? Er ist der Veranstalter der Apex Games, ein hohes Tier aus Titanfall. Deswegen, wer sich mit Titanfall nicht auskennt, wird mit diesem Namen gar nichts anfangen können. Warum vermuten wir ihn dahinter? Ich blende euch nochmal ganz kurz das Bild links ein mit diesem markanten, ich sag mal, Armverkleidung, dieses rote mit diesem weißen Streifen, sehen wir auch in dem Cinematic Trailer ganz am Anfang zu Apex Legends, und zwar sehen wir es hier rechts eindeutig. Auch wenn dieser weiße Streifen sich ein wenig von der linken Seite abhebt, können wir ganz klar davon ausgehen, dass er das ist. Als letztes noch eine Nahaufnahme von diesem Handschuh, sieht dem auf der linken Seite auch sehr, sehr ähnlich. Welche Beziehung Rampart und Blisk zueinander haben, ich bin gespannt, ob das in dem Trailer heute Abend um 19 Uhr geklärt wird. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt kommen wir zu den Gerüchten, dass die 99 vielleicht eine goldene Care-Package-Waffe werden könnte. Ich weiß, das werden viele von euch jetzt absolut hassen. Ich trage alle Fakten, die ich gestern gefunden habe, einfach mal zusammen. Es ist kein hundertprozentiger Beweis, dass dies passiert, aber einige Indizien könnten dafür sprechen. Also hasst mich nicht dafür oder gebt mir für diese Indizien einen Daumen runter. Ich kann nun mal nichts dafür, falls es passieren sollte. Das einfach mal nebenbei bemerkt. Fangen wir einfach mal an. Man vermutet, dass es in Season 5 eigentlich schon passieren sollte. Es kann auch sein, dass es einfach nur eine goldene Floorwaffe wie die Spitfire aktuell in Season 5 sein sollte. Erinnert euch, am Ende von Season 4 kam der Loba Gameplay Trailer raus. Und dort konnte man ganz kurz sehen, wie sie ihren Shop öffnet und so ein bisschen rumlootet. Und dort ist die R99 als goldene Waffe zu sehen. Das wurde nicht umgesetzt. Und jetzt vermutet man dahinter, dass das vielleicht eine Testphase vorher schon war und sie vergessen haben, das hier mal wieder rauszuschneiden. Respawn ist sehr talentiert, was solche tollpatschigen Fehler betrifft. Man vermutet, wie gesagt, entweder war es eine Floorwaffe. Viel höher ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich eine Airdrop-Waffe war.
Warum kann man das auch denken? Die 99 ist einer der beliebtesten Waffen, was zum einen mega Shitstorm mit sich bringen könnte, wenn die das umsetzen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was aber dafür spricht, ist einfach, dass die R999 in so gut wie jedem Squad vorhanden ist. Und wenn du nicht gerade mit einer Prowler und dem Feuerreceiving-Mod dagegen hältst, hast du eigentlich, wenn jemand vor dir steht und richtig gut mit dieser Waffe umgehen kann, hast du einfach keine Chance. Und ich könnte mir vorstellen, dass Respawn vielleicht die Metadaten ein bisschen durcheinander würfeln will, was die 99 betrifft. Was spricht noch dafür? Es ist zwar kein wirkliches Indiz, aber die Volt SMG hat dieselbe Waffengattung, soll auch sehr stark sein, und ich gehe mal davon aus, wenn die Volt SMG nicht die goldene Waffe wird, wollen sie das wahrscheinlich so minimal wie möglich halten, dass die zwei SMGs, die richtig krass sind, einfach als Standardwaffe gefunden werden. Warum man aber denkt, dass die Devotion überhaupt erstmal als goldene Waffe wieder rausfliegt? Die Rampart hat positive Vorteile gegenüber der LMGs. Es gibt nur drei, die Elster, die Spitfire und die Devotion. Die Devotion ist aktuell sehr, sehr selten nur zu finden, meistens im Endfight. Fällt schon mal für Rampart weg, hat keinen großen Nutzen im Vorteil. Die Elster fällt für mich auch raus, sie hat einen Überhitzungsschutz, hat überhaupt gar kein Magazin. Der einzige Vorteil wäre, dass vielleicht der Überhitzungsschutz ein bisschen später kommt, weil ich kann die 32 Schuss, die sie standardmäßig hat, sowieso nicht ausreizen, bis die Waffe überhitzt. Und deswegen bleibt für mich nur die Spitfire. Und deswegen denkt man, dass die Devotion wieder rausfliegt und die R99 aktuell einer der stärksten Waffen im Spiel überhaupt und eigentlich in jedem Spot immer zu finden. Und das könnte die Metadaten ein bisschen durcheinander würfeln, vielleicht beabsichtigt von Respawn, damit das Spiel wieder ein bisschen, keine Ahnung, Abwechslung kriegt. Ich weiß, das könnte einen mega Shitstorm in der Community geben, und ich gehe auch davon aus, sollte das geändert werden, wird das wahrscheinlich spätestens in Season 7 wieder geändert werden. Wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Ich könnte es verstehen, wenn es eine goldene Waffe wird, auch wenn ich verstehe, dass es viele nicht feiern werden, aber aktuell bleibt es ein Gerücht. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht gibt es ja kurz vorm Start endlich noch den Gameplay-Trailer und vielleicht können wir ja irgendwas raussehen, aber spätestens in einer Woche sind wir dann schlauer, ob es tatsächlich passiert. Lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen, was ihr von diesen Gerüchten haltet. Würdet ihr es vielleicht doch ganz gut finden, damit mal ein bisschen Abwechslung in den Gunfights reinkommt? Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in meinem Livestream für den neuen Trailer, für das neue Event. Das war's von mir. Wie gesagt, einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends Season 6 nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.